Okay, es geht weiter. Es geht weiter. Ausrüstung. Kämpferzeichen. Und was könnte ich noch? Feindinfo. Ah, da kann man sehen. Nächstes Ziel. Ah. Wie viele Ziele habe ich insgesamt? Habe ich gerade richtig gelesen? 78? Okay. Fähigkeiten. Kann ich jetzt irgendwas erhöhen? Okay, dann gehe ich einfach mal so in das Turnier. Bist du bereit für das Finale? Yep. Dun, dun. Meine Damen und Herren, der Moment ist gekommen. Das Finale beginnt. Wer ist der beste Kämpfer der Welt? Son Goku oder Piccolo Junior? Kämpfer, ihr könnt eintreten. Wer ist der beste Kämpfer dieser Welt? Du wirst nicht lange von deinen Freunden getrennt sein. Wenn ich dich getötet habe, schicke ich den Rest bald hinterher. Kaltherziger Bastard. Son Goku, du musst gewinnen. Ich weiß, du kannst es. Kann sein, aber ich habe noch nie gegen diesen Typen gekämpft. Ich bin nicht sehr viel zuversichtlich. Ah, Mann. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Durchhalten, Son Goku. Lass dich nicht töten. Ich will nicht jetzt schon Witwe sein. Ach ja. Dann versuche ich jetzt mal. Witwe Shichi, niemals. In der Arena beginnt es zu kochen, Leute. Beide Kämpfer gehören zu den besten aller Zeiten. Das wird das Killer-Match. Puh, der Ansager hat noch keine Ahnung. Das Schicksal der ganzen Welt hängt von diesem Kampf ab. Das 23. Kampfsport-Weltturnier ist fast zu Ende. Wer gewinnt den ersten Preis und herrscht souverän? Souverän. Bist du bereit? Bereit wofür? Was glaubst du? Für deinen Tod natürlich. Das Finale des Turniers beginnt jetzt. Okay, jetzt muss ich. Beim Kampfsport-Weltturnier kannst du da keine Objekte benutzen. Setze deshalb aktive Abwehr ein. Kamehameha. Er will mich verarschen mit dem Schaden, was du da gerade machst. Das ist gerade eine Verarsche, oder, mit den Schaden? Hey, wieso hältst du dich zurück? Du hältst dich gerade zurück, Mann. Willst du mich einschätzen, oder was? Du machst doch das Gleiche. Hey, hier. Okay, ich kann dir allerhand zeigen. Du erlebst gleich eine Welt der Schmerzen. Hey, ich weiß, dass du schon ganz hart rangehen kannst, aber gegen jemanden zu kämpfen, der so talentiert ist wie du, ist aufregend. Haha, wenn ich mit dir fertig bin, wirst du nicht mehr solchen Unsinn reden. Vielleicht nicht. Das nennt ihr einander einschätzen? Ich fasse es nicht. Versuch doch eine Lücke zu finden. Na los, mach schon. Okay, Zeit aufs Ganze zu gehen. Kamehameha. Okay, jetzt auf einmal macht er mal ordentlichen Schaden. Das ist ja mal was Tolles. Aber ich hoffe, der Schaden, den ich davor gemacht habe, zählt. Wenn nicht, dann ist das beschissen. Kamehameha. Kamehameha. Ich weiß, oh Leute, das ist eigentlich langweilig, aber das ist die einzige Methode gegen ihn. Mal angreifen, mal. Kamehameha. Ich glaube, ich kann noch einmal Kamehameha einsetzen. Oh, dafür wirst du bezahlen. Wie konnte ich mich von dir so in die Ecke drängen lassen? Mach dich bereit für die volle Wucht von König Piccolos letzten Angriff. Ha! Weg hier, ich müsst ja, ihr müsst alle hier raus, sofort! Unglaublich, dass er noch so viel Kraft, so viel Ki hat. Ich habe noch nie solche Kraft gefühlt. Er steckt alles, was er hat, in diesen Move. Was willst du tun, Son Goku? Das schaffe ich. Ich werde es ihm zeigen. Sei nicht dumm. Wieso musst du so stur sein?
Das ist kein Spiel mehr. Es geht um Leben und Tod. Du musst mit uns kommen. Wir müssen hier raus. Ka! Stirb! Und das war das Ende der Welt. Es ist vorbei. Ah, Son Goku! Was? Ich lebe noch. Ich schätze, ich hab's ausgehalten. Kann nicht sein, unmöglich. Er lebt, Son Goku lebt noch. Das war unglaublich, Son Goku. Er hat die volle Wucht der Explosions abbekommen und ist immer noch in tadelloser Verfassung. Sag jetzt nicht, jetzt beginnt der richtige Kampf. Du kannst hier nicht gewinnen. Ich weiß, dass du dein gesamtes übriges Ki für diesen Kampf, für diesen Angriff verbraucht hast. Ah. Ich werde der Champion. Ha! Sag jetzt nicht, jetzt kommt Kamehameha. Warte, was tust du? Bereit? Los! Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich doch gerade verarschen! Egal, jetzt verprüge ich dich auch so. Zeig dir mal, was ein richtiger Angriff ist. Hier, guck das an. Hier, verprügeln gegenseitig. Und, pam pam pam. Oh, scheiße, ich hab weggeklickt. Er hat immer noch etwas Kraft. Hey, dein Schnan, du musst mich töten. Es ist die einzige Möglichkeit, wie er jemals stirbt. Was? Tu es schnell, bevor es zu spät ist. Ich kann mich nicht selbst töten. Das ist unsere einzige Möglichkeit, Son Goku zu retten. Es ist okay, du kannst später Shenlong beschweren und mich ins Leben zurückwünschen. Gut, okay. Halt, tu es nicht. Hä? Ich werde gewinnen. Und wenn Gott stirbt, sterben auch die Dragon Balls. Also, Son Goku weiß es. Und jeder weiß, der Dragon Ball Cat und Dragon Ball Z. Stirb, verdammte Scheiße, nochmal. Ich dachte, er hat keine Energie. Oh, Scheiße. Bakenkima! Verfehlt, gut so. Besiegt, ja. Level up, noch 2 Levels erhöht, oha. Kein Geld. Oh. Piccolo aus dem Ring. Hä? Schiedsrichter, er ist aus dem Ring, oder? Hä? Weißt du, der Kampf? Ich habe gewonnen, stimmt's? Ja, geh noch näher zum Piccolo. Du bist ja so dumm. Oh, stimmt. Ja, das ist ein Ring out. Son Goku ist der Sieger. Son Goku ist der Champion des Kampfsport-Weltturniers. Puh, ich hab's geschafft. Hurra, du hast es geschafft. Du hast gewonnen, Son Goku. Jetzt machen wir Liebe. Son Goku! Du hast es geschafft. Ich fasse es nicht. Das war so super. Hey, endlich bin ich Champion. Puh, wir sind sicher, schätze ich. Es ist vorbei, oder? Jetzt kommt er mit seinen kleinen Bohnen oder Senzo-Bohnen. Uff, bist du okay, Son Goku? Nein, nicht wirklich. Wir bringen dich ins Krankenhaus. Keine Bange, ich habe hier eine Senzo-Bohne. Hä, Yajirobe, was tust du hier? Ich sehe mich nur um. Hier, ist auf. Na, danke. Jetzt bin ich wieder topfit. Ho. Ha! Wo bist du jetzt hingegangen?
Also gut, ich habe das Kampfsport-Weltturnier gewonnen. Juhu! Jetzt komm mal runter hier. Oh nein! Jetzt kommt Piccolo, letzte Aktion. Ugh. Oder was machst du jetzt? Son Goku, was tust du? Was hast du da bei dir gedacht, Gott? Wieso tust du sowas? Er lebt immer noch. Du musst ihn töten, Son Goku. Er darf nicht am Leben bleiben. Wenn er lebt, wiederholt sich die Geschichte immer wieder. Also, wenn das passiert, dann schlage ich ihn nochmal. Wenn ich Piccolo töte, stirbst du auch, oder? Ich sagte dir doch schon. Du musst mich nur mit Shenlong ins Leben zurückwünschen. Denn er hat recht, Son Goku. Das ist die einzige Möglichkeit. Du sollst mich bei dieser Sache nicht anlügen, Gott. Was? Bist du es nicht, der Shenlong und die Dragonbots erst erschaffen hat? Wenn du stirbst, werden sie dann nicht einfach verschwinden oder so? Hochgenommen. Was? Ist das wahr? Ich wusste es doch. Sag ich doch, ich hätte meinen Posten schon lange verlassen sollen. Ich habe den bösen Piccolo erschaffen. Seine Macht übertraf sogar die der Götter. Ich habe kein Recht zu sein. Ich habe kein Recht zu sein, wo ich jetzt bin. Ich verdiene den Tod. Oh, boah, seid endlich mal ruhig und geht nach Hause. Schlacht mit euren Frauen und isst irgendwas, verdammte Scheiße. Aber du bist derjenige, der die Welt wieder Frieden bringen kann. Ohne deine Dragonbots gäbe es heute weder Son Goku noch uns alle hier. Heue. Ja, Leute, heue. Ein einzelner Dragonball hat das ganze Abenteuer ausgelöst. Und mehr braucht es nicht, um die Welt zu retten. Und bis jetzt wieder bei Sinnen. Ja, hör auf zu denken, sag was. Son Goku, du bist mit meinem wunderbaren Lehrer gesegnet. Du bist mit einem wunderbaren Lehrer, aber klar doch. Aber er ist irgendwie abartig. Oh, ich habe ihm nur die Grundlagen gezeigt, das ist alles. Du und Meister Quitte, ihr habt um ihn zu dem Mann gemacht, der er heute ist. Ha! Hä? Was hat er jetzt gemacht? Ah, Klamotten wiederhergestellt. Hä? Hehehe. Ja, ich würde sagen, das Outfit mit dem Schildkrötenzeichen steht dir am besten. Danke. Schildkrötenpower. Ja, Jirubi, hast du noch eine Sensebohne? Ach, jetzt kommt diese Aktion, die ihr bei Dragon Ball gesehen habt. Hä, was? Reicht dir die eine nicht? Jetzt gibt er die einen Piccolo. Hier bitte. Danke. Hier ist das. Du musst zu Kräften kommen. Ga! Was tust du? Oh. Was habe ich gesagt? Die Leute, die Dragon Ball kennen, wissen das. Ah! Du Idiot, was hast du dir dabei gedacht? Helfen? Wenn du jetzt gestorben wärst, hättest du Gott mitgenommen. Abgesehen davon brauche ich einen Rivalen. Hehe, deine Güte wird dich eines Tages noch umbringen. Ich habe dich gewarnt. Heute hast du gewonnen, aber warte nur. Eines Tages werde ich dich besiegen und die Welt erobern. Siehst du? Wieso hast du ihn nicht weggesperrt, hä? Ich hoffe, du freust dich auf den Tag unseres Wiedersehens. Ich fliege weg. Ich komme nie wieder. Nur später, bei Raditz. Hey. Trainiert hart, Piccolo. Du musst stärker sein. Und wenn wir uns wiedersehen, werde ich dir immer noch einen Schritt voraus sein. Und was jetzt? Son Goku! Boy. Oh, der Himmel sei Dank, du lebst noch. Das hast du schon davor. Egal. Ach, was tust du, Shichi? Runter von mir. Runter! Igitt! Die machen Sex auf dem Boden hier. Oh, fast hätte ich was vergessen. Du bist jetzt ein junger Vermählter, Son Goku. Son Goku, möchtest du an meiner Stelle Gott werden? Du bist mehr als qualifiziert für diese Aufgabe. Ihr beide könntet zusammen in meinem Versteck wohnen. Oh Gott, halt die Fresse und geh nach Hause. Hä, ich? Du machst dich lustig bei mich? Wenn ich das tun müsste, werde ich sterben. Das ist so langweilig. Diese Aufgabe übernehme ich niemals. Auf keinen Fall. Ist ja klar, den Job als Gott ist echt langweilig. Ich muss ganze Leute, die ihren Probleme hören. Ich habe einen kleinen Schwanz. Ich bin klein.
Aber Sokoku, du kannst der neue Gott werden. Du kannst meine Kräfte haben. Es gibt sonst keinen auf der Welt, der mir nachfolgen könnte. Was steht da? Jindujun. Hä? Tippipipipipi? Wir sehen uns. Bis bald. Hat er ihn gerade beleidigt und los geht's? Oder war das eine Beleidigung und die haben das nur noch nicht gezeigt? Was willst du von mir, Roshi, jetzt auf einmal? Okay, im nächsten Part geht's weiter.